Ich möchte mit dir ein Spiel spielen, Ray. Ich will kein Spiel spielen. Ich habe gesagt, ich will spielen, Raymond. Okay. Na bitte. Denken wir uns für die Geschichte eine Figur. Deinen Boss, Mickey Pearson. Du bist zu schlau, um uns zu erpressen, Fletcher. Die sanfte Mary Jane ist meine Braut. Das juckt doch keinen. Sie sollten lieber über mein Angebot nachdenken. Ich bin nicht käuflich. Ich darf nicht alles über die verschiedenen Rollen verraten. Aber unser Protagonist ist ein hungriges Raubtier. Es geht natürlich um viel Geld, ist ja immer so. Der Gegenspieler unseres Helden tritt wie ein regelrechtes Feuerwerk auf. Er heißt Fuck, aber mit PH, also Verhack. Bitte! Komm, Verhacking runter. Bitte! Fuck. Wenn du Qualm riechst, dann weil es irgendwo brennt. Das Feuer würde ich ganz schnell löschen. Diese Leute räumen den Laden auf. Und du bist ein Teil des Ladens. Der Löwe überlebt im Dschungel nicht, indem er so tut, als wäre er der König. Er muss der König sein. Genial! Es gibt nur eine Regel in diesem Dschungel. Der Löwe frisst, wenn er Hunger hat. Ihr habt also einen umgebracht. Nein, eigentlich war das eher die Schwerkraft. Okay, Ruhe am Set. TV-Nachrichten sind die am härtesten umkämpfte Branche der Welt. Um rund um die Uhr senden zu können, muss man die Zuschauer irgendwie am Ball halten. Ziehen Sie ein kürzeres Kleid an. Durchsichtige Tische haben ihren Grund. Frauen sind überall. Sie spielen jetzt auch Golf und Tennis. Die Personalabteilung ruft an. Du hast mich Frauchen genannt. Ich muss wohl nochmal die Benimmregeln durchgehen. Der Ton hinter der Kamera war noch schlimmer. Männerhasserin. Lernen Sie, mit den Jungs auszukommen. Sie sind sexy, aber viel zu anstrengend. Ich habe eine ganze Liste. Werden sich andere Frauen melden? Was glauben Sie? Ich will Sie überzeugen, dass ich vor die Kamera gehöre, Mr. Ailes. Ich glaube, ich wäre phänomenal auf Ihrem Sinne. Ich könnte Sie herausgreifen und nach vorne in die Schlange stellen. Aber ich muss wissen, dass Sie loyal sind. Das heißt, finden Sie einen Weg, das zu beweisen. Du weißt doch, wozu die Tür vor Rogers Büro ist. Jemand muss den Mund aufmachen, jemand muss wütend werden. Star-Moderatorin Gretchen Carlson hat heute eine gewaltige Bombe platzen lassen. Was tut sie da? Das könnte meinen Sender vernichten. Wir brauchen alle im Team, Roger. Zieht das an. Anziehen. Ich glaube, die Inside hat begonnen. Hat eine der anderen Frauen den Mund aufgemacht? Eine meiner Kolleginnen? Ich muss darüber erhaben sein, das verstehst du, oder? Ihr Schweigen wird bemerkt. So bereit, in den Krieg zu ziehen? Oh ja. Vor langer Zeit war die Welt voller Wunder. Sie war voller Abenteuer. Es gab Magie. Allerdings war sie nicht leicht zu beherrschen. Und so fand man bald einfachere Lösungen. Aber ich hoffe, es steckt noch ein bisschen von dieser Magie in euch. Er sagte nur, dass ich euch das geben soll, wenn ihr beide über 16 seid. Das ist ein Zauberstab! Dad war ein Zauberer! Euer Vater war Buchhalter. Dieser Zauber bringt ihn zurück. Was? Was? Dad wird wieder lebendig? Das ist nicht möglich. Doch, ist es. Und zwar damit. Ich werde Dad kennenlernen? Wow, Füße! Ich helf dir! Barry, nein! Dad? Das sind nur Beine! Kein Oberkörper! Ich weiß definitiv, dass Dad einen Oberkörper hatte. Oh, was habe ich getan? Hi. Wir haben nur 24 Stunden, um den Rest von Dad zurückzuholen. Wir gehen ihn suchen. Tada! Großartig! Los geht's!
Ich bin dafür, dass wir die Straße des Todes nehmen. Aber über die Autobahn geht's schneller. Nicht auf lange Sicht. Schön. Der Head, komm jetzt. Hey, ihr seid tot! Attacke! Wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot! Vorsichtig, es gibt womöglich Fallen. Bevor du Dads Zauberspruch nochmal sagst, musst du trainieren. Ellbogen raus, Beine auseinander, Hüfte leicht nach hinten. Ellbogen, ich versuche mich zu konzentrieren. Konzentration. Vergiss es. Polly. Oh nein. Was ist das? Eine bodenlose Schlucht. Wir brauchen den Zauberspruch, der eine magische Brücke erschafft, über die du dann gehen kannst. Wenn du daran glaubst, dass die Brücke da ist, dann ist sie da. Du schaffst das. Onward, keine halben Sachen. Soll ich dir eine Geschichte erzählen? Sie handelt von einem Waisenmädchen. Aus einem fernen Land. Man schickte sie in ein Haus voller Geheimnisse. Was wäre, wenn ich dir sage, dass sie dort etwas Magisches entdeckte? Ein Geheimnis. Würdest du mir das glauben? Wenn du Schwierigkeiten machst, bist du hier im Handumdrehen wieder weg. Ich wusste doch, du verheimlichst was. In diesem Garten geschehen außergewöhnliche Dinge. Glaubst du jetzt an Magie? Ich bin Udo, das nächste große Ding. Auf der Andrea Doria. Ganz wichtig, dass du eine Sache ganz schnell kapierst. Die Lindenbergs werden Klempner und sonst nichts. Schreib Songs auf Deutsch. Auf Deutsch geht gar nicht. Ach, nee? Ich bin Udo. Das nächste große Ding. Ich sollte mich melden, wenn ich bereit für meinen Porsche bin. Aus! Aufhören! Aufhören! Schluss! Weißt du was? Viel Spaß noch auf dem Weg nach oben. Hat den Nerv nicht getroffen. Das passiert, Udo. Tremt oder mit dem Moped oder schwarz mit der Bahn. Was, wenn ich wirklich ein Verlierer bin? Die Lindenbergs gewinnen nie, verlieren immer. Ich will nur nicht so sein wie einer von den Tröten, die alle den gleichen scheiß Sound haben. Zeig der Welt deine Seele. Sag, dass du immer für mich da bist. Bei Onkel Pö spielt eine Rentnerband. Seit 20 Jahren Dixieland. Ein Groupie haben die auch, die heißt Rosa oder so. Und die tanzt auf dem Tisch wie Go, 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 Go. Hallo, hier spielt die Musik. Paula aus St. Pauli, die sich immer auszieht. Und Lola hat Geburtstag. Und man trinkt darauf, dass sie wirklich mal so alt wird, wie sie jetzt schon aussieht. Ja, gefällt mir. Und überhaupt ist heute wieder alles klar. Das ist der brandneue Udo. Von jetzt an mache ich nur noch mein Ding. Auf der Andrea Doria. Hi, ich bin Ben. Das war mein letztes Tor auf diesem Platz. Denn unser Dorf, das gibt es bald nicht mehr. Wie kannst du dir das auch noch ständig angucken? Wieso? Weil unser Zuhause bald genauso aussieht. Hallo, ich bin Stürmer. Das ist Ben. Er ist neu und er spielt heute mal Abwehr. Los.
aber eigentlich bin ich Stürmer. Setz dich doch da neben Emily. Da sitzt aber die Sarah. Ist einfach zu weit weg. Fehlt uns echt. Nahlandei? Das ist Tarik. Der kommt aus Syrien. Gut, dass du da vorne sitzt. Dann kann ein Freund neben dir sitzen. Das ist nicht mein Freund. Ben, guter Einsatz, gutes Spiel. Sehr wichtig, dass wir jetzt einen guten Mann auf der Bank sitzen haben. Und für Jan spielt Tarik. Ich? Ben, die Lösung zur 5a? 5/8. Genau. Okay, wir machen weiter mit Partnerübung. Such dir irgendwen aus, ja? Ja. Mein Bruder, Tariks Bruder, ist auf dem Weg nach Deutschland. Wenn jeder von uns 10 Leute fragt, dann können wir ihn finden. Wir wollen dir helfen, Tarik. Ich könnte dir was zeigen. Ich habe hier gewohnt. Manchmal brauchen wir Zeit, muss wachsen in der drin. Geiler Pass, mach. Super gemacht. Wow, wow, wow! Du bist mein Bruder. Und Bruder bleibt mein immer. Ihr seid die besten Jungs. Und Mädchen. Kann die nicht endlich mal in die Mädchenmannschaft wechseln? Nein. Nein? Sei froh, dass sie für uns spielt.